bei myself schon mal rausgehellert, weil Friends schläft noch und ich wollte jetzt was zum Frühstücken holen. Gut, ich bin schon wieder zu Hause. Ich habe Breakfast Burritos geholt. Das ist eine interesting Kombination aus Essen. Falls ihr euch gewundert habt, Francis ist aufgestanden und wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit... Ja! Ich bin schon mein zweites White Claw am Zerreißen. Ja, yeah. Wir ziehen gerade. Wir machen gerade so ein bisschen ein Calm Day. Wir spazieren gerade durch Brooklyn mit Ziel, irgendwann nach Chinatown zu kommen. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, die Manhattan Bridge rüber zu gehen, und zwar zu Fuß. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Na, wer macht denn heutzutage noch serious Content? Hier, wie like, ich habe Stimmen in meinem Kopf und sie geben mir Regieanweisungen. End walkway work? I sure hope walkway end work end. Ich meine, ich habe nie an meinen Orientierungssinnen gezweifelt, aber das war einfach random, über die Manhattan Bridge drüber gegangen sind und jetzt sind wir literally in Chinatown, dort wo ich gedacht habe, dass wir hinkommen, hat auch mich überrascht. Also du warst gerade in der chinesischen Apotheke und was hast du dir geholt? Ich wollte schauen, was für Vitamins sie haben und so, aber irgendwie habe ich nichts gecheckt und dann habe ich nichts genommen außer ein Monster. We love TCL. So, wir sind jetzt essen. Was hast du dir bestellt? Veggie Dumplings und Udon-Nudeln mit Teriyaki-Soße und Chicken. Hier ist gerade Hühnerfüße. Und sie sind echt lecker. Aber es ist zu sehr aus Francis' Comfortzone. Ist echt gut. Wir sind jetzt weiter ins East Village, Cocktails trinken. Morgen Leute, heute ist Sonntag und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt gestern echt verkackt. Ich habe wirklich verkackt. Also wir sind circa um 8 Uhr zu Hause gewesen und wir wollten dann eigentlich noch zu Freunden fahren. Und ja, ich hatte dann die glorreiche Idee, passt, ich lege mich jetzt noch kurz ins Bett und ich nappe. Ich nappe jetzt einfach so für 20 Minuten und dann stehe ich auf. Tja, ratet, wer nicht genappt hat. Ich. Jetzt bin ich dann einfach in der Früh aufgestanden, war duschen, habe mir die Haare geföhnt für circa 4 Stunden. Und jetzt gehe ich einfach einmal zum Supermarkt. Okay, bitte sagt mir, dass das nicht von Mengenlevel her ein bisschen fucked ist. Ein Benzinkanister Arizona Eistee. Ich habe endlich gesundes Essen in einem Supermarkt gefunden, was nicht komplett überteuert war. Ich habe jetzt so viel Salat, Brokkoli, grüne Bohnen und das Zeug halt, weil ich merke halt literally schon Tag 3, dass ich einfach komplett eingehe. Die haben jetzt einen Wrap gemacht. Und fühlt sich ein bisschen an wie echtes Essen. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Die haben keine Ahnung, dass wir Mikroinfluencer sind. Von wo wir herkommen. Ja, wir waren heute eigentlich den ganzen Tag so auf der Fifth Avenue spazieren und Shopping machen und so. Und jetzt sind wir gerade im East Village im 13th Step, weil ich habe das in einem Podcast gehört, dass man hier hingeht. Die Musik hier ist einfach so viel besser als in dieser Bar, ein Club aus dem ersten Vlog. Yo! Oh. Ist es heiß? Warm! Trinken gehört unser zweites Blue Star Oktoberfest Bier. Und es schmeckt einfach wie Schwächerter, würde ich sagen.
Und es ist in so IKEA Juice Glasses. So American. Und es läuft so American Football und Basketball gleichzeitig. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Matches da gleichzeitig da laufen. Es ist ganz krank. Ich glaube, hier ist einfach die American Flag in Bierdosen. Dass man nie vergisst, in welchem Staat man hier gerade ist. Okay, also es ist jetzt 20.15 Uhr und ich bin so lit, als wäre es einfach... Vlog-Time! Ja, Vlog-Time! Catch me! Also das ist alles, was ich mir von US-Vibes erwartet habe. So. Also kommt hierher, alle Leute sind urnice, die Bartender waren ursweet, auch die Security war urgeil. Ja, Shoutout 13 Step. Erklären, was gestern alles passiert ist. So, Recap? Nein, ich will auch nicht erklären. Gestern ist genau nichts passiert, einfach. Wir mussten okay. Wir mussten uns heute ein bisschen von gestern erholen. Ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt auch nicht so euphorisch, heute noch irgendwas zu machen, weil wir halt erst so spät nach Hause gekommen sind und ein bisschen eine weirde Nacht hat, ne? Crazy! Crazy! Ja. Models on vacation, be like. Was machen wir jetzt? Milkshake. Ice cream factory. Original and world famous. Dem gestern ja ein bisschen eine schwierige Nacht war, sind wir heute unproblematic gewesen. Und haben uns einfach jetzt einen Milkshake geholt für auf sehr wholesome. Milkshakes sind so geil. Ich habe einen Butter Pecan Ice Cream Milkshake mit Karamell. Vanilla. Und er ist so lecker. So lecker. Sugar Rush einfach. Geil.